Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zu Farmers Live Demo Version. Und ich wollte einfach mal zusammen mit euch reinschauen, mal gucken, was uns so erwartet. Kann ja eigentlich nur lustig werden. Ich würde sagen, starten wir das Tutorial und schauen einfach mal rein. Ich meine, das Ganze erinnert mich so ein bisschen an, wie hieß der Simulator noch? Scheiße, ich komme nicht drauf. Ich komme einfach nicht drauf. Mist, verdammter. Oben zeige ich euch die FPS 4K. Gucken wir mal. Ja, traurig, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Er möchte sterben, aber es ist nicht einfach, sich einfach hinzulegen und zu sterben. Und er möchte sein Schwein auch nicht alleine lassen. Puh, willkommen zur Farmer Live Demo. Ausgesuchte Tage von Kasimirs Leben erwarten dich. Das ist natürlich sehr gut. Wir sollen sie überleben. Okay. Sieht nice aus. Und die FPS sind echt stabil. Und die Grafik sieht echt nicht schlecht aus. Okay, mit Shift können wir laufen. Ich finde die Erklärung vom Dingens sehr gut. Hätte ich auch einsprechen können. Wir können zoomen, sehr gut. Das Schwein ist so süß. Tschüss. Sticks. Stöcke, oder? Okay, der Sound, wenn man hier über den Boden geht, ist ganz okay. Ah, dieser Bereich hier sind die Sticks, die wir entfernen sollen. Okay, auf Tab haben wir ein Inventar. Da sehen wir es auch. 5 Sticks haben wir dabei. Sehr gut. Wir haben einen großen Rucksack. Das ist immer wichtig in solchen Spielen. So, haben wir alles entfernt. Okay, es ist Zeit, was zu essen. Alles ist essbar. So gesehen. Ja, dann nehmen wir doch die Äpfel. Hey Schweinchen, du bist so süß. Oh mein Gott. Hört schon an wie so ein kleines Hühnchen. So, dann essen wir doch die paar Äpfel hier. Sehr gut. Wir können auch mit Tieren agieren. Irgendwas möchte er uns zeigen. Manchmal slidet er noch so ein bisschen. Halt. Nein. Och Herm, wir können ihn treten. Los, rein mit dir. Oh nein. Voll das schöne Pferd. Wo müssen wir denn hin? Hier müssen wir rein. Das Schwein erzählt. Ich glaube, das Schwein ist so der Erzähler.
des Ganzen. Ohne Spaß? Wie geil ist das bitte? Boah. So, jetzt sind wir mal ehrlich. Danke, Schwein, übrigens, für die tolle Erklärung. Aber wann gab es mal ein Game, das es ein dies hier ermöglicht, wirklich von... Das ist ja wirklich null Anfang. Nix mit Maschinen oder so. Sondern hier fängt es ja wirklich von nada an. Nichts. Überhaupt nichts. Krass. So. Können uns auch intelligent drehen. Das ist natürlich sehr gut. Ist eine gute Option, sich zu drehen. Ja, Leute. Feldarbeit ist ein scheiß Job. Früher so wie heute. Aber das in solch einer schönen Umgebung zu tun, das macht's weg. Finde ich. Also da muss ich wirklich sagen, die ganze Zeit auch den Wind zu hören, die Vögelchen zwitschern. Das ist schon was Schönes hier. Er hat hier ein sehr schönes Fleckchen. Ja gut, den hätten wir vielleicht ein bisschen an der Seite ansetzen müssen. Passiert. Kein Problem. Beim nächsten Mal passiert es nicht. Guckt euch das an, wie herrlich das doch ist. Das ist eine Knochenarbeit fürs Pferd. Sind wir ein bisschen verschoben hier, ist aber nicht schlimm. Gerade eben aus Versehen auf F gedrückt, dann lässt das Pferd nämlich los, beziehungsweise lässt er alles los, verständlicherweise. Aber wir kommen aber gut durch. Drehen wir nochmal kurz. Das ist nämlich eine ganz schön große Fläche, die nicht sauber gepflügt ist. So, da sind wir bei 80% gerade aktuell. Könnte der Rand hier noch sein, der nicht zählt? Ja, wusste ich es doch. Sehr schön. Kurz ein bisschen übers Ziel hinausschießen. 97. 98. 99. 100. Huch. So. Gut. Wir suchen unser Zuhause und gehen uns erstmal hinlegen.
Man kann auch die Temperatur ablesen, das finde ich natürlich sehr cool. Haben wir denn Licht? Ruhe. Eine Uhrzeit. Boah, es ist ein wunderschönes Haus. Aber es ist verdammt düster. Und wir legen uns hin. Und schlafen mal. Machen wir mal 10 Stunden schlafen, oder? So, das ist ein ganzer Tag vorbei, so gesehen. Oh. Ich weiß nicht, ob Fahrradfahren die beste Idee ist. Wir versuchen es aber trotzdem. Hoppala. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. So passieren die meisten Unfälle. Leute, trinkt nie und bewegt kein Fahrzeug dabei. Ne? Don't drive and drink. Oh. Ein bisschen Mountainbike-Training dazu. Sehr gut. Mein Gott. Hier wird einem schlecht des Todes. Ach. Ach, geht ja. Easy. Da sind wir doch schon hier. Zack, und schon sind wir nicht mehr betrunken und können fahren wie ein Gott. Zack, Fahrrad steht. Wir gehen pennen, würde ich sagen. Tagsüber sieht das Haus auch sehr viel schöner aus. Ah, okay. Hier können wir das Menü, da haben wir alles Essen, Trinken und so drin. Sehr gut. Ja, gehen wir pennen, oder? September 1954. Ein regnerischer Scheißtag anscheinend. Ist nicht so schön. Und schon wieder vollgelaufen, weißt du? Oh, was ist los? Schweinchen, was ist dein Problem? Wohin? Da rein? Was mit unserem Horse? Oh, mein Gott. Ach du Scheiße. Oh, nein. Hier ist kein Feuer mehr drin. Ach du heilige Scheiße, Leute. Zum Glück ist der Brunnen so voll, dass wir nur ein paar Zentimeter, laufen müssen, so gesehen. Warum brennt die Hütte? Was soll denn das? Welcher Penner verhindert hier? Ah, gehen wir so hoch, kein Problem. Mal gucken, wie wir da oben rankommen. Okay, hat geklappt. Boah. Das Leben ist hart als Farmer, ne? Gut, wir brauchen einen Hammer. Damit können wir alles reparieren. Dem Pferd geht's gut. Den Hühnern übrigens auch. Die haben sich rechtzeitig gelöscht. Ah, da liegt der Hammer. Natürlich liegt er da. So, ich denke mal, jetzt brauchen wir noch das Material. Das haben wir hier hinten in der Lagerfläche stehen. Wir nehmen mal 100 Holzbretter mit. Oh, nehmen wir nicht. Das ist zu viel.
Das war dann doch ein bisschen zu viel, würde ich grob behaupten. Passiert. Gut, wir reparieren unser Haus also wieder. Wir lassen uns von einem Feuer nicht unterkriegen. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie wir aufs Dach kommen. Aber das ist eigentlich egal. Jetzt sind wir ein bisschen überladen. Man kann sogar in eine Stadt fahren? Ernsthaft? Das wäre episch. Wenn das geht, episch. Ah, man kann es auch festhalten. Sehr gut. Sehr gut. Und irgendwie müssen wir doch aufs Dach kommen hier, oder? Jo, muss man selber schlachten, das wäre richtig krass. Da ein bisschen Frischluft reinziehen lassen. Stinkt natürlich wie die Pest. Logischerweise. Ja, ich würde gerne runter. Ah, okay. Ja, wie komme ich denn da hoch? Aufs Dach. Liebes Team. Oh. Okay. Zum Glück gibt es keinen Fallschaden, aber ich muss ja irgendwie das Dach reparieren, aber ich kann nicht das Dach reparieren, weil ich nicht aufs Dach komme. Oder ich bin gerade blind und finde einfach nur nicht den Weg nach oben, aber ich sehe definitiv keinen Weg nach oben. Das ist natürlich jetzt ärgerlich für eine Demo. Weil ich würde schon gerne viel mehr zeigen, weil es eigentlich, es macht echt Spaß. Die Legebatterien hier sehen auch super gut aus. Ja, meine Güte, hier, kannst du trinken. Frisches Brunnenwasser. Kannst noch was trinken, so. Ja, die Leiter ist ein bisschen fehlplatziert, oder? Ah, ne. Ah, oh. Oho. Ja, guck an. Die Leiter ist nicht fehlplatziert. Man kann sie umsetzen, Leute. Und man rutscht übrigens vom Dach runter. Also man kann tatsächlich vom Dach fallen. Finde ich schon cool. Also das sind Sachen... Also man rutscht eher vom Dach. Man fällt nicht. Ne? Also das ist cool. Und wer hat den Zaun hier aufgelassen? Hä? Was ist jetzt los? Ach. Jetzt fängt es auch noch an zu pissen, oder was? Ekelhaftes Wetter. Ohne Spaß. Ich habe aber gerade gesehen, dass hier hinten noch ein paar... Ne, das ist ein Zaun... Ich brauche noch ein bisschen Material. Holz haben wir ohne Ende. Hier sind noch ein paar Latten, aber die können wir nicht nutzen. Also Lamellen. Jo, Junge, du kannst was essen. Mach erstmal deine Arbeit. Bevor du ans Essen denkst, ne? Hier steht noch eine. Können wir die nehmen? Ja, die können wir nehmen. Die können wir auch nehmen. Sehr gut. Den ganzen Batzen hier können wir nicht nehmen. Zwei Stück, die wiegen zum Glück nichts. Das heißt, wir können richtig viele davon mitnehmen.
Die Frage ist, wie viel brauchen wir, um das Dach zu reparieren? Ich denke mal, alle, die wir finden können. Nehmen wir noch hier mit. Was nehmen wir noch mit? Nehmen wir noch irgendwas? Ich glaube, das war es. Ich glaube, mehr haben wir nicht. Doch, da liegt. Nee, das sind die. Jo, tschüss, Pferd, ne? Das Pferd verpisst sich schon. Ich bin hungrig wie ein Wolf. Können wir. Ja, haben wir dabei. Sehr schön. Wir haben auch noch ein leckeres Käse-Sandwich dabei. Sehr gut. Ein richtig leckeres Käse-Sandwich gegessen. Es fehlen immer noch Platten, oder was? Oh, guck mal, wie schön das geworden ist. Na, hättet ihr auch nicht gedacht, ne, dass das so hübsch wird. Aber ich glaube, jetzt haben wir alle. Ja, den Holzbalken, den möchte ich nicht. Ist das ein Sauwetter, ich sag's euch. Hier ist aber auch Tag der grundsätzlichen offenen Türe. Das ist... Also... Dass meine Tiere noch da sind. Das Schwein, das liebt mich abgöttisch. Das verpisst sich nicht. So, wir haben alle Brandschaden jetzt, glaube ich, behoben. Ja. Sehr schön. Und wir brauchen noch Platten? Ernsthaft? Ich finde keine mehr. Das gibt's doch nicht. Ich finde keine mehr. Und im Lager da hinten drin, geil, sind noch 2 Millionen Stück. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber mein Rechner ist gerade im Hintergrund richtig ordentlich am Rödeln. Und zwar ist natürlich die Heizung an. Und dadurch, dass die Heizung natürlich an ist, ist natürlich die Ansaugluft so warm. Boah. Moment. Wir gehen erstmal pennen. Ich will es tagsüber haben. Oder zumindest kein Regen. Ja, so ist okay. So kann man arbeiten. Schön gemachter Himmel. Gefällt mir sehr gut. Okay, jetzt sollen wir ein Häuschen hier fertig bauen. Ach, das ist eine Toilette, glaube ich, oder? Kann das sein? Bauen wir uns gerade. Das Outhouse ist also das Klo, ja. Okay. Herrlich. Ja, ein Dach sollte man beim Scheißen über dem Kopf haben. Schön. Cool. Okay, die Demo gibt also den Einblick auf das erste Kapitel der Story. Ich finde es ganz interessant. Muss ich wirklich sagen. Das ist schon cool. Muss ich zugeben. Also... Ja, wir könnten jetzt loslegen natürlich. Mit einem abgespeckten Leben, so gesehen. Die Pharma-Sachen sind alle da.
Aber der Einblick war cool. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir gucken uns noch kurz in der Wohnung um, weil das gefällt mir schon. Das ist wunderschön eingerichtet. Man kann die Küche nutzen. Okay. Oh. Das wollte ich nicht. Wir können da wahrscheinlich... So, da bin ich wieder. Also, man kann die Feuerplatten öffnen, je nach Größe, die man braucht. Das ist wahnsinnig. Guckt euch das an. Cool. Gut. Wenn das Spiel raus ist, werden wir es uns auf jeden Fall genauer anschauen, würde ich sagen. Bis dahin bleiben diese Türen aber geschlossen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, macht's gut und Tschüssikowski. Ciao.